Hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Literatur und Erinnerungskultur. Heute geht es um die Frage, wie wird Kolonialgeschichte erzählt? Die Sitzung hat den Titel Kolonialgeschichte mit ein wenig Hitler, der Erinnerungsdiskursroman Imperium von Christian Kracht. Und warum ich das nicht einfach historischer Roman nenne, sondern Erinnerungsdiskursroman, diesen etwas umständlichen Begriff, das will ich Ihnen heute erklären. Imperium von Christian Kracht ist 2012 erschienen und der Verlag preist den Text an als diese deutsche Südseeballade, darin werde virtuos und gut gelaunt mit den Formen des historischen Abenteuerromans gespielt. Der Abenteuerroman ist auch gleich noch auf dem Klappentext. Elfriede Jelinek schreibt, ein Abenteuerroman, kein Zweifel, dass es das noch gibt. Diese Formulierung, dass es das noch gibt, kann man durchaus mit Zwischentönen hören, denn die Frage ist ja, wie erzählen wir Kolonialgeschichte? Und der Abenteuerroman ist sozusagen ein eingeführtes Genre, aber die Frage lautet natürlich, inwiefern kann das Erzählen von Kolonialgeschichte im Genre des Abenteuerromans eigentlich zeitgemäß sein? Wie passt das in unsere Erinnerungskultur? Und vor diesem Hintergrund natürlich dann auch gleich die Frage, wie passt denn Hitler in dieses Bild vom Abenteuerroman? Romantiker, Kolonialroman, das sind auch so, was ist hier eigentlich ein Romantiker, wer ist damit gemeint? Und inwiefern ist das ein Kolonialroman? Ein Roman über Kolonialgeschichte ist ja nicht notwendigerweise ein Kolonialroman. Was meint denn das eigentlich? Ich habe jetzt hier einfach so ein kleines Potpourri zusammengestellt. Seine reifste Frucht, da geht es eben, wird er im Kolonialroman genannt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es offensichtlich vor allem um diese Figur, die im Zentrum des Textes steht, ein kultischer Verehrer von Kokosnuss und Sonnenschein. Da geht es ja also irgendwie auch um einen Abenteuerroman im Kontext der Kolonialgeschichte, aber vielleicht nicht so viel um Kolonialgeschichte, sondern eher um die Figur. Dieses Verhältnis ist interessant. Wovon wird hier eigentlich erzählt? Der Protagonist von Christian Krachts Roman Imperium ist einer historischen Person nachgebildet. August Engelhardt wanderte 1902 nach Kabakon aus, Teil der deutschen Südseekolonie, heute Papua-Neuguinea. Er war ein Sonnenverehrer und Nudist, ein Vegetarier, genauer, er wollte sich und hat sich dann auf Kabakon auch hauptsächlich von Kokosnüssen ernährt und er wollte andere Menschen zum sogenannten Kokovorismus, also dieser Lebensweise, bekehren. Die Leitfrage heißt jetzt, wovon erzählt Kracht, wenn er von August Engelhardt erzählt? Erste Feststellung, es ist ein freier Umgang mit dem historischen Material. Unser Ausgangspunkt, das werde ich gleich nochmal darstellen, aber das ist schon mal wichtig als erste Perspektive. Das hat nämlich etwas mit den Zeitdimensionen zu tun, von denen erzählt wird. Die zentrale These meiner Interpretation, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist, dass die Erwartungshaltungen an das Erzählen vom Kolonialismus und Nationalsozialismus in der Gegenwart einerseits in diesem Text erfüllt werden, dass sie aber auch irritiert werden. Deswegen ist es ein Geschichtsroman, der gewissermaßen ein Erinnerungsdiskurstext genannt werden kann. Was ich heute nicht mache, ist über den Literaturskandal erzählen, den dieser Text ausgelöst hat. Hier ist interessant zu schauen, was wurde skandalisiert, was verteidigt, was aber auch nicht diskutiert und übersehen. Das ist aber etwas für meine Literaturskandal-Vorlesung und das heute konzentriere ich mich ganz auf die Interpretation des Textes und mache da schon auch eine Auswahl, denn es ist unglaublich viel, was man in diesem wirklich spannenden, aber eben durchaus auch problematischen Text von Kracht erzählen, darstellen kann. Also was wird eigentlich erzählt, wenn Kracht von August Engelhardt erzählt?
Einen Eindruck davon, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten sein könnte, vermittelt der Literaturkritiker Dennis Scheck. Er hat Christian Krachts Roman Imperium in Druckfrisch, seiner eigenen Sendung, zweimal besprochen. Einmal hat er den Text kurz vorgestellt und dann anlässlich der kritischen Debatte über den Roman ein Gespräch mit dem Autor geführt. Im Deutschlandfunk hat er Krachts Werk so charakterisiert. Der Roman sei, Zitat, ein großer Literaturspaß, ein Literaturjux, eine Satire auf das Pickelhauben-Deutschland, auf Kokovoren, überhaupt eine Satire auf den ja grassierenden Ernährungswahn, den Gottsucher mit Messer und Gabel in der Hand. Und weiter. Dieser Roman ist ganz klar eine Satire auf Faschismus, auf Antisemitismus, auf Weltreichgehabe, auf das heraufziehende amerikanische Imperium und es ist eine Satire auf das deutsche Großmannsstreben. Die Aufzählung soll offenbar deutlich machen, dass in diesem Spaß, in diesem Jux, ziemlich viel gleichzeitig aufs Korn genommen wird. Die Aufzählung lässt einen aber auch ein bisschen ratlos zurück, denn die Frage ist, soll all das, was da durch den Kakao gezogen wird, eigentlich alles als dasselbe angesehen werden? Oder geht es darum, allerlei Disparates, also Kokovorismus, Faschismus, amerikanisches Imperium durch denselben Kakao zu ziehen? Was ist das, was Kracht hier macht? Mein Interesse für die Vorlesung kommt aus zwei Kontexten, also dem Erzählen von Kolonialismus und Nationalsozialismus in der Literatur der Gegenwart und das, was ich heute ausspare, den Literaturskandalen. Aber ich möchte es in diesem Kontext nochmal erwähnen, weil schon die Zusammenstellung, das, was Scheck hier versucht, auf einen Punkt zu bringen, zeigt, dass sich da etwas gar nicht auf den Punkt bringen lässt. Denn es stellt eben sofort die Frage der Reihung, was ist das, was hier nebeneinander gestellt wird und wie wird das gemacht? Und das sind, glaube ich, Elemente, die man rausgreifen kann, auch um zu sagen, hier wurde etwas skandalisiert, was im Text selber strukturell angelegt ist. Das heißt, nicht alles, was skandalisiert wurde, wurde zu Recht skandalisiert. Das nicht, aber es gibt etwas in diesem Text, was durchaus darauf angelegt war und darauf werde ich mich sozusagen, ohne auf den Literaturskandal selber einzugehen, ein bisschen konzentrieren. Wo piekt Kracht denn da rein, sodass bestimmte Reaktionen auf diesen Text durchaus erwartbar waren und sozusagen im Kontext der Erwartung liegen konnten? Also, ich teste jetzt ein paar Perspektiven aus. Dabei konzentriere ich mich auf den Status der Figur im Kontext des Kolonialismus, in dem sich der Roman ja zeitlich ansiedelt. Und ich frage, wie Kolonialismus und Nationalsozialismus durch den Erzähler miteinander verknüpft werden. Ausgangspunkt dafür sind die Entscheidungen des Autors Kracht im Umgang mit seinem historischen Material und damit die Frage, welche Bedeutung historische Referenzen im Text haben. Die Perspektiven, die ich vorstelle, sollen zeigen, dass der Erzähldiskurs mehrere Ebenen hat und diese Ebenen kann man unterschiedlich gewichten. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen Lesarten, die in sich stimmig erscheinen, aber in der Zusammenschau nicht so recht funktionieren. Zum historischen Kontext. Ich habe Ihnen hier verlinkt das kokovorische Weltreich des August Engelhardt, ein Science Slam von 2011. In dem Sebastian Hunke August Engelhardt und seinen Kokovorismus vorstellt. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich das an. In Hunkes Darstellung fallen wichtige Schlagworte, die andeuten, warum Engelhardt eine reizvolle Figur sein könnte. Das ist nämlich auch Teil des Charmes am Vortrag von Hunke, dass er versucht, pointenhaft auch darzustellen. Und genau das greift Kracht auch auf. Engelhardts Projekt ist getrieben von einer grundsätzlichen Kulturkritik und scheut nicht den ganz großen Weltentwurf, ein Weltreich zu gründen rund um die Kokosnuss. Die kulturkritische Motivation ist wichtig, denn damit verweist das Südsee-Projekt unmittelbar zurück auf die deutschen Verhältnisse, von denen sich der Protagonist abwendet und die daher als Gegenfolie mit im Blick sind. Der Ton, in dem Hunke erzählt, macht klar, die Kokosnussreich-Idee ist
ziemlich skurril, aber wenn man ein wenig gräbt, ist Engelhardt durchaus eine Person, die über die Lebensreformbewegung mitten ins Laboratorium der Ideen um 1900 führt und damit eben in eine Zeit unterschiedlichster, äußerst ambitionierter Weltentwürfe. Das heißt, ganz grundlegende Fragen: Wie soll der Mensch leben? Wie soll er sich ernähren? Wie soll das System beschaffen sein, in dem er lebt? Sollen geklärt werden. Und Engelhardt versucht, das alles zusammen über den Kokovorismus zu klären, das Vegetariertum und sozusagen einen Entwurf, der sagt, am Äquator ist sozusagen ist der Mensch eigentlich zu Hause. Das heißt, alle sollen Deutschland verlassen und ihr Glück im Kokovorismus finden. Dieser Weltentwurf ist im historischen Rückblick dann allerdings eher klein. Hunke erzählt zwar, dass zeitweise 30 bis 40 Leute im Sonnenorden auf Capacon lebten und das wurde wohl auch so verbreitet. In anderen Quellen wird aber berichtet, dass die meisten Besuche eben nur sehr kurz blieben. Es gab viele Krankheiten, ungeklärte Todesfälle, es waren also immer nur ein paar gleichzeitig da, insgesamt durchaus so um die 30 und es kam nie zu einer wirklichen Koloniebildung. Welche Potenziale hat also diese historische Figur und was macht Kracht damit? These: Kracht modelliert Engelhardt als Außenseiter und Sonderling und zugleich als mentalitätsgeschichtliche Perspektivfigur. Das möchte ich ein bisschen einführen. Betrachtet man Figuren in konkreten historischen Räumen, wie eben dem Kolonialismus, stellt sich immer die Frage nach ihrem Status im Hinblick auf dieses zeitgeschichtliche Bild, das das Setting bildet und das deswegen im Roman auch eben entworfen und ausbuchstabiert wird. Vorherrschend sind zwei Modi. Wir haben entweder Figuren, die von vornherein eher Zwischenpositionen einnehmen zwischen Teilhabe und Außenseitertum und die damit von Beginn an das Potenzial zum kritischen Spiegel historischer Mentalitäten haben. Ein Beispiel dafür wäre Ilya Trojanows Texte über Sir Robert Francis Burton, wo Burton als Figur zwischen Teilhabe und Außenseitertum beschrieben wird, im Panorama der Zeit als exzeptionell gelten soll. Und indem die Weltsicht der Figur, die Art und Weise, wie sie Kulturkontakte, Kulturdifferenzen wahrnimmt, mit einem positiven Konzept von Transkulturalität in Verbindung gebracht wird, wird sie zugleich als Spiegel unserer Gegenwart. Ich führe das jetzt hier ein, weil ich Ihnen das auch noch mal vorstellen werde nächste Woche. Alternative Szenarien. Wir haben ein Spektrum von Figuren und darunter eine oder mehrere, die wir dabei beobachten, wie sie eine Einstellungsveränderung durchlaufen. Das heißt, sie sind zunächst als Perspektivfiguren angelegt, die typische Mentalitäten und Einstellungen der Zeit repräsentieren. Also quasi eine Art Kolonialtraum Mainstream und die dann ihre Haltung aber langsam verändern. Figuren, die zum Beispiel davon träumen, eines Tages in Deutsch-Südwest eine Farm zu besitzen und die dann dort mit dem Widerspruch zwischen Kolonialfantasien und der Brutalität des kolonialen Regimes konfrontiert werden, sich allmählich zu kritischen Einsichten durchringen und sich auf diese Weise auf unsere heutige Perspektive auf die Kolonialgeschichte zubewegen in gewisser Weise. Prototyp dieses Erzählens wäre etwa der Protagonist Gottschalk in Ove Timms Roman Morenga. Kracht nun modelliert Engelhardt zunächst klar als Außenseiter. Nicht nur in Deutschland, also im Wilhelminischen Kaiserreich, das er verachtet, sondern auch in Capacon. Das ist zum Teil seine eigene Entscheidung und seinen Einstellungen geschuldet. Engelhardt bezeichnet nicht die Indigenen, sondern die Europäer als Barbaren und sein Blick auf die mit ihm reisenden Deutschen ist despektierlich vernichtend. Also wir haben es auch hier sozusagen mit einem Roman zu tun, der die Reise selber nach Capacon mit thematisiert. Es gibt auch später noch Reisen und jetzt sind wir aber sozusagen in denen, die mit ihm nach Capacon fahren. Zitat. Die mit ihm reisenden Deutschen seien ihrer Erscheinung nach an Erdferkel erinnernde Deutsche, lagen dort und erwachten langsam aus ihrem Verdauungsschlaf. Deutsche aus dem Weltzenit ihres Einflusses. So oder so ähnlich dachte der junge August Engelhardt.
die Erdferkel auf dem Zenit ihres Einflusses. Diese Formulierung lässt keinen Zweifel daran, dass der junge Engelhardt mit den aus seiner Sicht typischen Deutschen, diesen blässlichen, borstigen, vulgären, ne, an Erdferkel erinnernden Deutschen und deren Weltsicht nichts zu tun hat. Er konzentriert sich ganz darauf, seine eigenen Ideen umzusetzen. Nach Jahren dann auf der Insel, vor dem Nudismus frönt, ist er selber dunkel und in den Augen der Deutschen grundsätzlich so unzivilisiert, dass er endgültig nicht mehr als einer der ihren anerkannt wird. Das ist aber im Kontext des Romans kein Vorteil für ihn, denn Engelhardt wird auch vom Erzähler mit demselben despektierlich süffisanten Blick bedacht wie die Kolonialgesellschaft. August Engelhardts sehnlichster Wunsch, ja seine Bestimmung war es, eine Kolonie der Kokovoren zu erschaffen. Als Prophet sah er sich und als Missionar zugleich. Aus diesem Grund fuhr er in die Südsee, die schon unendlich viele Träumer gelockt hatte, mit dem Sirenenruf des Paradieses. Von einer Bestimmung ist allerdings im Roman wenig zu sehen und das Scheitern des Projekts bestätigt das am Ende auch. Engelhardt erscheint als ganz naiver Weltverbesserer, der leicht übers Ohr zu hauen ist und der zum Beispiel gar nicht mal merkt, dass man ihm eine Plantage völlig überteuert verkauft hat. Er kauft sie auch noch, ohne sie auch nur einmal gesehen zu haben. Die Bewohner der Insel wiederum wissen nicht mal, dass ihre Insel verkauft wurde. Obwohl sich Engelhardt durchaus als Inselkönig wähnt, will er nicht als typischer Kolonialherr auftreten und ist wegen seines Umgangs mit den Arbeitern auf der Plantage bei allen anderen Kolonialisten unbeliebt. Der Erzähler nennt Engelhardt denn auch einen Eroberer, der sich einerseits als Herr über das Eiland und somit auch über das Tun und Lassen seiner Einwohner wähnte, andererseits aber auch die Sitten der Eingeborenen dulden wollte. Zitat Ende. Und das sind noch gar nicht mal alle Widersprüche. Obwohl seine Privatmythologie eigentlich einen missionarischen Zweck verfolgt, wird die Figur in erster Linie als Eigenbrötler gezeigt. Als immer mehr Jünger auftauchen, die in Engelhardt einen neuen Heiland sehen, lässt er sie auf eigene Kosten wieder nach Deutschland zurückreisen. Dass er nach eigenen Maßstäben leben will, würde ihn durchaus zum Sympathieträger qualifizieren, doch neben der religiösen Konnotation und den Heilserwartungen der Figur ist sie auch noch völlig blind für die Abhängigkeit der eigenen Existenz von den Kolonialbestrebungen des Wilhelminischen Reiches. Engelhardt kann sich ja nur deswegen so angeekelt vom wilhelminischen Deutschland verabschieden, um seine eigenen Ideen zu verwirklichen, weil dieses Kaiserreich in dieser Zeit Kolonien besitzt, wo Kokosnüsse wachsen. Also Kabakon hatte in der deutschen Kolonialzeit eben Kokosnussplantagen. Und eben dort beginnt der Aussteiger Engelhardt, seinen scheinbar so ganz alternativen Kokosnusstraum zu träumen, der selbst eine Weltreichfantasie ist. So, damit haben wir einen Widerspruch, der die Figur natürlich auch lächerlich macht, weil sie nicht sieht, auf welchen Voraussetzungen die eigenen Träume vom Weltreich auf, sozusagen worauf die beruhen. Wenn man Schriften selber von Engelhardt liest, die ich Ihnen jetzt heute erspare, dann steht da auch was drin über den angeblichen Patriotismus, die im Kokovorismus lebbar sei. Und der beruht natürlich auf nichts anderem als sozusagen eine Erweiterung des Wilhelminischen Reiches durch die Kolonien. Und das thematisiert Engelhardt in seinen Schriften durchaus auch. Das ist aber im Text von Kracht nicht der Rede wert. Also ne, sozusagen, dass die Figur, da ist es nicht die Figur selber, die das sieht, sondern es wird von außen gesehen. Das ist die Kritik der anderen an ihm oder die Kritik des Erzählers, die hier die Selbstblindheit des Protagonisten lächerlich erscheinen lässt. Auch im Erzählen über die Kolonialgeschichte in der Gegenwart haben sich mittlerweile feste Schemata etabliert. Und wenn man jetzt fragt, wie Krachts Roman innerhalb dieses Feldes so aussieht, dann haben wir jetzt erstmal eine ganz ansprechende Konstellation.
Also wir haben eine skurrile Figur. Der historische Engelhardt lässt sich als eine Art kolonialistischer Aussteiger beschreiben. Strukturell betrachtet, das ist auch attraktiv, weil die Figur Engelhardt sowohl als kritischer Spiegel kolonialer Mentalitäten genutzt wird, das ist seine Außenseiterposition und seine negative Beschreibung des Wilhelminismus und der Deutschen, zu denen, von denen er sich abzugrenzen versucht, und gleichzeitig als eine Figur, die eben nicht erkennt, wie sehr sie an den Paradigmen partizipiert, die sie ablehnt. Also die Ansprüche, das Selbstbild und das Verhalten der Figur klaffen komplett auseinander und der angeblich klare Blick der Figur auf die dekadente wilhelminische Gesellschaft wird im Roman klar konterkariert durch eben einen kritischen Blick auf die Figur selber, die genau darin dann wieder zeittypisch erscheint. Wir haben es also mit einer Figur zu tun, die aufgrund ihrer Skurrilität eine eigene Exzentrik in einen so oft als exotisierend beschriebenen Raum der Südsee einbringt. Das Paradies Südsee wird auf diese Weise im Roman gezeigt, aber eben auch als Projektion vorgeführt. Es ist keine Lebensrealität. Dieses prekäre Verhältnis findet sich genauso in den anderen Imperienideen wieder, die extrem unterschiedlich sind, aber miteinander zusammenhängen. Also der Kokowurismus als eine Privatutopie, das deutsche Kolonialreich als konkreter Raum, in dem sich diese Privatutopie entfalten soll, die sich teils berechtigt, teils unberechtigt für einen Gegenentwurf dazu hält. Also Widersprüche sind deutlich. Obwohl der Erzähler Engelhardt vor allem in seiner Skurrilität herausstellt, und dazu gehört auch, dass dann ganz dezidiert Ekelgefühle immer wieder bei uns LeserInnen ausgelöst werden. Also zur Figur gehört nicht nur die Widersprüchlichkeit und die Exzentrik, sondern in der Exzentrik auch sozusagen wieder Selbstverblendung, nämlich dass er gar nicht merkt, was er seinem eigenen Körper durch diese Kokosnussdiät antut. Engelhardt hat klare Mangelerscheinungen und die zeigen sich in seinem Körper. Er produziert unglaublich viel Schorf, den er dann isst. Also auch wir finden ihn wie die anderen Mitglieder der Kolonialgesellschaft damit abstoßend unzivilisiert. Der Erzähler versetzt uns also immer wieder in eine Art Pendelbewegung. Wir amüsieren uns mit den distanziert kritischen Beschreibungen der deutschen Gesellschaft durch Engelhardt, dann aber auch wieder mit dem kritisch suffisanten Blick des Erzählers auf genau diesen Engelhardt. Er entfremdet uns der Figur, er nähert uns der Figur an, er zeigt, dass das Selbstbild äußerst trügerisch ist. Wir übernehmen in diesem pendelnden Blick auf Engelhardt immer wieder unterschiedliche, auch miteinander konfligierende Bewertungen, die auch die damaligen Mitglieder der Kolonialgesellschaft auf den Außenseiter haben. Und gleichzeitig erwischen wir uns bei ziemlich verqueren Manövern eben der Sympathie und Antipathie. Und das bedeutet eigentlich, dass dieser Text uns immer wieder eine emotionale und ideologiekritische Aktivierung aufbürdet, abverlangt, wie immer sie das empfinden. Ich fand es als eine starke Aktivierung und würde das als ein sehr produktives Moment des Erzählens beschreiben. Innerhalb dieses produktiven Moments haben wir aber Probleme und die haben sich in den bisherigen Zitaten schon angedeutet und die möchte ich jetzt nochmal zuspitzen. Wir haben es nämlich nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Ebene der sprachlichen Gestaltung mit diesem Changieren zu tun. Der Erzähler inszeniert zum Teil eine Komplizenschaft, indem er sich einer Sprache bedient, die den kolonialen Blick von Engelhardt schlicht und ergreifend wiederholt. In Rezensionen wurde deswegen auch vom Erzählen im Kolonialstil gesprochen, aber das trifft das Changierende der Inszenierung nicht. Der Erzähler spricht von Eingeborenen, von barbusigen, dunkelbraunen N-Mädchen, von Kanaken. Und das ist überwiegend intern fokalisiert, sodass rassistische Denkmuster eindeutig dem Wahrnehmungshorizont der Figur zuzuordnen sind und damit als Eindrücke in zeitgenössische Mentalitäten und Sprachgebrauch wahrgenommen werden können. Also wir tauchen quasi ein in die Zeit. Das ist sozusagen inszenierte Zeitgenossenschaft.
Das ist aber kein koloniales Erzählen, wenn damit gemeint sein soll, dass diese Denkmuster einfach als selbstverständliche benutzt werden. Vielmehr zielt die Inszenierung auf einen irritierenden Effekt zwischen der suffisant ironischen Distanzierung vom Weltbild des Protagonisten, die wir ja immer wieder haben, und der Kolonialgesellschaft und der Präsentation durch den Erzähler. Also das sozusagen sich mokieren und gleichzeitig mit ihm sympathisieren. Genau das wird im Erzählstil wiederholt, indem auch in der Sprache wir einen Wechsel haben zwischen dem, was intern fokalisiert ist, und sozusagen einer scheinbaren Aufsicht, Drübersicht des Erzählers, also der Nullfokalisierung. Das fließt ineinander über, diese Sympathie-, Antipathie-Lenkung und sozusagen der sprachlichen Form, in der sie auftritt. Der Erzähler mokiert sich also über August Engelhardts Weltsicht und die der Deutschen. Er nimmt Engelhardt im Roman aber auch immer wieder in Schutz. Er spricht von ihm als unser Held, das hatte ich auf einer früheren Folie eingeblendet, oder auch unser Sorgenkind, und etabliert damit eine Beziehungsdimension der Komplizenschaft zwischen Figur, Erzähler und uns LeserInnen. Dabei macht er uns wirklich zum Komplizen dieser Weltsicht, und dazu dient auch, ne, über die Sympathielenkung nehmen wir dann auch eine sprachliche Komplizenschaft ein. Für den Erzähler gilt strukturell betrachtet damit dasselbe wie für die Figur Engelhardt. Er bedient sich Denkmuster, über die er sich eigentlich mokiert, schlüpft also aus der Rolle der Übersicht, erzähltechnisch Nullfokalisierung, scheinbar in die zeitgenössische Sicht. Man könnte das wieder positiv als Leseraktivierung beschreiben, denn offensichtlich sind wir auch hier aufgefordert zu erkennen, nicht nur bei der Figur, sondern auch beim Erzähler, dass der Erzähler den Duktus eines Diskurses übernimmt, den er eigentlich ablehnt, den er eigentlich ironisch ausstellt. Man kann es aber auch kritischer beschreiben. Ein bisschen kritischer betrachtet wirft dieses Erzählen die Frage auf, wie wir eigentlich eine Erzählhaltung einschätzen sollen, die offenbar wirklich viel Lust daran hat, imperialistische und kolonialistische Denkmodelle zu vertreten und sich über sie zu mokieren. Die Frage wird noch drängender, sozusagen sie deutet sich an über das Vokabular, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig auffällig, aber es ist ein Element. Und dieses Element wird aber umso, sozusagen tritt mehr in den Vordergrund, oder diese Frage drängt sich umso mehr auf, wenn wir dann sehen, dass hier noch ein anderer Kontext ins Spiel kommt. Also dass es nicht nur um die Frage geht, gibt es sozusagen Übergängigkeiten zwischen einem rassistischen Duktus der Figur und der Sympathielenkung des Erzählers, sondern dass wir dann sehen, es kommt eine historische Parallele eines anderen Rassismus, also einer anderen sozusagen rassistischen Weltsicht ins Spiel, nämlich noch Antisemitismus. Wir haben nämlich plötzlich dann eine Parallele zwischen Hitler und Engelhardt, und wir haben einen Engelhardt, der antisemitisch wird. Was das bedeutet im Text und wie das zusammenspielt, das schauen wir uns jetzt an. Imperium als historischer Roman gelesen. Da fragt man sich, okay, Kolonialgeschichte, klar, historischer Roman, das sind aber nicht alle Zeiträume, um die es geht. Aber erstmal nochmal einen Schritt zurück. Engelhardt ist ja keine bekannte historische Persönlichkeit, für die man als Autor Interesse erwarten darf oder wo man Vorwissen des Publikums voraussetzen darf. Seine Geschichte ist nicht bekannt. Das heißt, man kann sie nicht, wie zum Beispiel bei Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, wo Alexander von Humboldt als Figur auftaucht, da kann man voraussetzen, dass man ein bisschen was über Humboldt weiß, und auf der Grundlage kann man als Leserin einschätzen, wie Humboldt dargestellt wird. Das alles ist bei Engelhardt nicht der Fall. Daher stellt sich hier die Frage wirklich, welche Funktion die historische Referenz hat. Mit Blick auf das Verhältnis von Figur und Entwurf des historischen Raums, es liegt eine Antwort nahe, nämlich dass das Skurrile der Figur das faszinierende Moment sein soll. Nach dem Motto, könnte man ja gar nicht schöner erfinden. Zugleich soll aber in diesem Besonderen etwas Zeittypisches entdeckt werden.
Kracht arbeitet also mit einem Authentizitätseffekt einer historischen Person. Und dann durchkreuzt er es aber auch wieder. Vor allem dadurch, dass in Krachts Version Engelhardt nicht 1919 stirbt, sondern das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt. Wir sehen also diese Privatmythologie Imperium innerhalb des deutschen Südseekolonialreichs trotzdem total unglamourös scheitern. Engelhardt wird vom Erzähler nämlich schlicht für verrückt erklärt. Zeichen hierfür ist, dass er zum Antisemiten wird, obwohl vorher klargestellt ist, dass er ursprünglich einmal kein Verständnis für antisemitische Einstellungen hat. Also wir haben eine Interaktion im Roman, die ganz klar zeigt, dass er nicht anfällig ist für ein antisemitisches Weltbild, und dann aber wird er zum Antisemiten. Als der Erste Weltkrieg beginnt und Kabakon erreicht, verschwindet Engelhardt, und der Erzähler lässt ihn dann erst wieder nach Ende des Zweiten Weltkriegs auftauchen. Die Jahre dazwischen sind eine Leerstelle im Roman. Indem der Erzähler Engelhardt überleben lässt, fügt er ihm eine Erfahrungsdimension hinzu, mit der wir uns nachher noch kurz beschäftigen, dass Engelhardt nämlich amerikanischen Soldaten begegnet. Wichtig ist aber erstmal zu sagen, dass es diese Leerstelle gibt. Das Dritte Reich selbst und auch der Zweite Weltkrieg, Engelhardt überlebt den, aber ohne etwas zu wissen. Also er hat ihn sozusagen nicht mitgemacht. Er wusste davon nichts. Er war ja in Isolation. Und wir erfahren auch nichts aus dieser Zeit. Die Lücke in der Erfahrungsdimension der Figur und im Erzählen ist deswegen besonders interessant, weil der Erzähler zu Beginn eine vage Parallele zwischen Engelhardt und Hitler etabliert. Muss man erstmal sagen, wer Hitler sagt, findet immer viel Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit der Geschichte des Kolonialismus bis 1914, die hier erzählt werden soll, zunächst mal spielt er ja überhaupt keine Rolle, und das macht es nun noch auffälliger. Der Erzähler stellt seine Geschichte des Kolonialismus nämlich als Chronik deutscher Geschichte vor, und in diesem Zusammenhang taucht Adolf Hitler auf. Zitat. Nun, in diese Zeit fällt diese Chronik, und will man sie erzählen, so muss auch die Zukunft im Auge behalten werden, denn dieser Bericht spielt ja ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, welches ja zur knappen Hälfte seiner Laufzeit so aussah, als würde es das Jahrhundert der Deutschen werden. Das Jahrhundert, in dem Deutschland seinen rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde einnehmen würde und es wiederum aus der Warte des nur wenige Menschenjahre alten neuen Jahrhunderts durchaus auch so erschien. So wird nun stellvertretend die Geschichte nur eines Deutschen erzählt werden, eines Romantikers, der wie so viele dieser Spezies verhinderter Künstler war. Und wenn dabei manchmal Parallelen zu einem späteren deutschen Romantiker und Vegetarier ins Bewusstsein dringen, der vielleicht lieber bei seiner Staffelei geblieben wäre, so ist dies durchaus beabsichtigt und sinnigerweise, Verzeihung, in nuce auch kohärent. Und schon wieder befinden wir uns in einer Halbkomplizenschaft, denn einerseits wissen wir LeserInnen und der Erzähler, wie diese Zukunft der Figuren sich entwickeln, aber der Erzähler verwendet Formulierungen, welche die damaligen imperialistischen Bestrebungen widerspiegeln, wenn er eben von einem rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde spricht, was wir heute so nicht mehr tun würden. Wenn aber Engelhardt doch vor allem als skurriler Außenseiter erscheint, welches Bild wird jetzt hier ganz nebenbei durch diese äußerst vage Parallele zu Hitler entworfen? Vage Parallele deswegen, weil deutscher Romantiker und Vegetarier? Auf der Figurenebene ist diese Parallele ganz rein assoziativ. Stichworte sind Weltreich, Vegetarier, vielleicht noch Selbstbild des verhinderten Künstlers, denn auch der Lebensentwurf Engelhardts hat gewissermaßen selbstbildnerische, künstlerische Züge. Und dann kommt eben auch noch der Antisemitismus ins Spiel. Der Antisemitismus Engelhardts wird allerdings vom Erzähler als Wahnsinn deklariert. Und das macht die Wahrheit der Parallele nun endgültig abwegig. Es wird hier ganz offensichtlich problematisch. Wenn man den Lesevorschlag dieser Parallele nämlich aufgreift und das auf Hitler überblendet. Verrücktheit ist keine Erklärung für Antisemitismus.
Der Antisemitismus des Nationalsozialismus war ein Vernichtungsantisemitismus. Es war kein bloßes psychologisches Problem und schon gar kein Irrwitz und schon gar keine individuelle Psychopathologie. Noch erstaunlicher wird es, wenn man sich das Potenzial der historischen Figur vergegenwärtigt, denn im Konzept des Kokowurismus finden sich Anklänge an eugenische Ideen. Engelhardt schreibt immer wieder vom neuen Menschen, der durch den Kokowurismus gebildet würde, und streut hier auch Ideen der gesteuerten Züchtung ein. Die Kulturkritik schlägt hier um in die Abwertung von Krankheiten und körperlichen Behinderungen, die, so Engelhardt, nur unter den Bedingungen der Geldwirtschaft funktionieren. Und davon entlastet ja der Kokowurismus. Wir müssen kein Geld verdienen, weil wir ja nur von den Kokosnüssen leben und sozusagen die Sonne uns ernährt. Hunke erwähnt das übrigens in seiner Präsentation auch, dass Engelhardt nicht glaube, dass alle Menschen gleichermaßen zum Sonnenmenschen begabt seien, dass man verhindern müsse, dass körperliche Mängel vererbt werden und so weiter. Diese Elemente des Kokowurismus herauszustellen, wären ein Weg gewesen, um tatsächlich nach ideologischen Verwandtschaften, auch wagen, aber doch immerhin Verwandtschaften zwischen Engelhardt und Hitler zu fragen auf einer ideologischen Ebene. Und in diesem Sinn könnte der Roman dann tatsächlich von der Zufälligkeit erzählen, wessen Glaubenssystem realpolitische Relevanz gewonnen hat. Genau das spart Kracht aber aus, indem er auf die Psychopathologie ausweicht und ausschließlich über den Antisemitismus diese Parallele herstellt. Und am deutlichsten wird das eben durch diesen sozusagen Kokosnuss-Imperiumstraum mit Antisemitismus, aber ohne die negativen Elemente, die er zeithistorisch tatsächlich hatte. Wenn sich die Figuren Hitler und Engelhardt im Roman irgendwie gegenseitig beleuchten sollen, und so eine Parallelisierung zielt ja auf die Frage, wie genau denn nun meinst du das, wenn du hier Hitler ins Bild stellst, ja, dann gerät Engelhardt gemessen an unserem Wissen über Hitlers Zukunft zum harmlosen, weltentrückten, irgendwie wahnsinnig sympathischen Spinner. Das macht der Vergleich. Umgekehrt funktioniert es aber eben auch. Hitler kann als ein weiterer Spinner im Laboratorium der Ideen erscheinen, zu denen auch der Kokowurismus eben gehört. Vor diesem Hintergrund lässt sich dann der Roman plötzlich als nostalgische Rückerinnerung an das Laboratorium der Ideen um 1900 lesen, die bedauerlicherweise durch die Geschichte des Nationalsozialismus unterbrochen würde. Das würde die kulturkritische Perspektive im Text entscheidend aufwerten, und wir sind ja sozusagen durchaus sympathisch oder angehalten, Sympathie auch mit dieser Idee zu empfinden. Lässt es aber fraglich erscheinen, ob der Roman dann gleichzeitig so gut als Satire auf das deutsche Großmachtstreben funktionieren kann. Für mich kombiniert Kracht, wenn man all das, was ich bisher zusammengetragen habe, mal zusammenfassen, zwei Zeitperspektiven, die sich immer wieder auch gezielt in die Quere kommen. Er knüpft an dabei an den Erinnerungsdiskurs der Gegenwart. Deswegen steht für mich im Zentrum des Romans eigentlich nicht die Beschreibung des kolonialen Raums, sondern um dieses Spiel mit Sprache, ideologischen Versatzstücken und der Art und Weise, wie sie darstellbar werden. Das zielt für mich ganz klar auf eine Irritation der Gegenwart. Das ist der Resonanzraum, auf den der gesamte Erzähldiskurs für mich ausgerichtet ist. Der Charme historischen Erzählens liegt ja eigentlich darin, dass eine Zukunftsoffenheit vor den Augen des Publikums entworfen werden kann. Und wir sehen das gerade auch in diesem Zitat einer deutschen Chronik, dass über die Sprache eine Zukunftsoffenheit entworfen wird. Nur ist es hier eben der Erzähler, der das tut. Wir werden in einen Erfahrungshorizont eingeführt, in ein Zeitgefühl, das für uns eigentlich unerreichbar ist und das eigentlich auch für den Erzähler unerreichbar sein müsste. Also der Charme von Zukunftsoffenheit im historischen Erzählen liegt daran, zum Beispiel zu sagen, wie haben Menschen in den 1910er Jahren, in den 1920er, 30er Jahren ihre Gegenwart erlebt und wie haben sie sich damals ihre Zukunft vorgestellt? Welche Potenziale lagen in der Geschichte und wie hat sie sich tatsächlich entwickelt?
In Krachts Roman wird einerseits die Kolonialgeschichte als zukunftsoffener Raum beleuchtet und darin ist Engelhardt eine wunderlich skurrile Figur und steht eben für dieses Laboratorium historischer Irrwege. Der Erzähler allerdings tut selber in seinem Sprachgebrauch auch so, als könnten wir uns mit ihm und der Figur in den kolonialen Raum bewegen und uns gleichzeitig davon distanzieren. Also eine Inszenierung von Zeitgenossenschaft einerseits und gleichzeitig von Distanz. Und dabei lädt er scheinbar ganz kokett zu einer kritischen und affirmativen Lektüre auch von Kolonialgeschichte und von Kolonialrassismus ein. Andererseits aber macht er uns bewusst, was wir natürlich immer schon wissen, dass Hitler eben im Unterschied zu Engelhardt kein unbedeutender kleiner Spinner geblieben ist. Da die historische Relevanz Hitlers dezidiert nicht aus Engelhardts Zeit stammt, zeigt uns der Erzähler mit der Kombination dieser Perspektiven, wie souverän er aus dem Raum des Kolonialismus heraus das 20. Jahrhundert überblickt und den Kolonialismus in die Gewaltgeschichte dieses 20. Jahrhunderts einreiht. Er scheint dabei ganz eindringlich darauf zu insistieren, dass wir unser geschichtshistorisches Wissen dabei mitführen. Der Erzähler lässt nämlich keinen Zweifel daran, dass er diese Geschichte ernst nimmt, diese Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und eine Stelle ist dafür besonders auffällig. Und das wird auch demonstriert in einem Wechsel der Erzählperspektive, in der Erzähler sich als eine Person zu erkennen gibt, deren Großeltern tatenlos dem Abtransport ihrer Nachbarn zugesehen haben. Also es geht um Schuld im Nationalsozialismus. Zitat: Dass nur wenige Jahrzehnte später meine Großeltern auf der Hamburger Moorweide schnellen Schrittes weitergehen, so als hätten sie überhaupt nicht gesehen, wie dort mit Koffern beladene Männer, Frauen und Kinder am Dammtorbahnhof in Züge verfrachtet und ostwärts geschickt werden, hinaus an die Ränder des Imperiums, als seien sie schon jetzt Schatten, jetzt schon aschener Rauch. Zitat Ende. Diese Stelle ist in ganz vielen Rezensionen gewürdigt worden und wenn Sie einen kleinen Überblick über die Debatte haben wollen, dann schauen Sie in dem Band Christian Krach trifft Wilhelm Raabe, wo die Diskussion um Imperium in dem Band herausgegeben von Hubert Winkels dokumentiert ist. Warum wird diese Stelle so oft gewürdigt? Dass sie einerseits sozusagen einen Bruch darstellt im Erzählen, sozusagen vor dem Hintergrund, dass es sich um ein satirisch-ironisches Erzählen handle, hier nun sozusagen eine unironische Anmerkung gemacht werde, kein ironischer Schlenker, nennt das Hubert Winkels, oder dass es sozusagen bekenntnishaft sei und damit auch tatsächlich die Erfahrung des Nationalsozialismus und die deutsche Schuld sozusagen anerkannt würden. Für mich ist diese Stelle etwas anders. Ich finde es eine ziemlich hohle Geste der Bekenntnishaftigkeit. Denn Engelhardt als Perspektivfigur, ne, in der Abgründe, Verirrungen, Gefahren, sozusagen, die für das angelegt sein sollen, die dann sozusagen in einem sehr lockeren Wagenspiel mit Hitler verbunden werden. All das bleibt im Text ja bloße Behauptung. Und der Antisemitismus-Wahn Engelhardts, von diesem Antisemitismus-Wahn, von dieser Psychopathologie, führt überhaupt kein analytischer Weg zum Vernichtungsantisemitismus, des Nationalsozialismus. Diese Parallele ist sowas von überhaupt nicht aufschlussreich, sondern verstellt jeden sinnvollen Vergleich. Das heißt, der Einbruch des Historischen, wie sie so pathetisch bekenntnishaft vor uns hingestellt wird und herausragt durch den Wechsel der Perspektive, ne, meine Großeltern, bekenntnishaft vor uns hingestellt wird, wirkt wie eine Immunisierung dagegen, dass man sozusagen gar nicht anders
dass man sonst sozusagen gegen den Common Sense der Vergangenheitsbewältigung verstößt, also diese Inszenierung von Zeitgenossenschaften, diese Inszenierung auch eines kolonialrassistischen Blickes, das wird quasi abgedämpft, ja, indem irgendwie klar ist, ah, es gab doch noch eine wahre und Gewalt, von der ich auch etwas weiß und die mich tatsächlich sogar direkt betrifft, weil ich mich und sozusagen ganz ehrlich damit auseinandergesetzt habe. Das heißt, in diese Richtung, den Holocaust ins Spiel zu bringen, im Kontext einer Geschichte über Kolonialismus, ohne dass aber die Gewalt des Kolonialismus tatsächlich erzählt wird, sondern das ist ja Exzentrik im exotischen Hintergrund, ist tatsächlich ein Problem des Textes. Und darauf weist auch schon diese schon zitierte Bemerkung über Hitler, der vielleicht besser bei seiner Staffelei geblieben wäre, was ja so viel heißt, wie wenn Hitler weltgeschichtlich betrachtet eine belanglose Episode geblieben wäre wie Engelhardt, dann hätte es eben kein Drittes Reich und keine Shoah gegeben. Die Frage ist, warum fügt der Erzähler hier ein vielleicht ein? Vielleicht besser bei seiner Staffelei geblieben. Ist das doch nicht so sicher, dass das sozusagen die bessere Alternative gewesen wäre. Die Art und Weise, wie der Nationalsozialismus ins Spiel gebracht wird, ist einer, der tatsächlich extremst provoziert. Und das offensichtlich soll, gleichzeitig aber eben mit einem großen Gewicht, einem großen Pathos, einem großen Bekenntnis daherkommt, sich mit Schuld auseinandergesetzt zu haben, während man sozusagen auf anderem Felde komplett damit spielt. Das zeigt sich auch in anderen Beschreibungen, wo diese sozusagen lustvolle Übertretung, wenn wir noch nicht wüssten, was sich daraus ergibt, obwohl wir wissen, was sich daraus ergibt, und diese komplette, sozusagen nicht analytische Qualität der Parallelisierung zeigt. Es gibt eine Stelle über die Feldherrnhalle in München. Dort heißt es: Mit dem indischen Sonnenkreuze eindrücklich beflaggt, wird alsdann ein kleiner Vegetarier, eine absurde schwarze Zahnbürste unter der Nase, die 3-4 Stufen zur Bühne. Ach, warten wir doch einfach ab, bis sie in äolischem Moll düster anhebt, die Todessymphonie der Deutschen. Komödiantisch wäre es wohl anzusehen, wenn da nicht unvorstellbare Grausamkeit folgen würde. Gebeine, Exkreta, Rauch. In diesem Zitat bündelt sich alles, das Pathos, das gleichzeitig kippt in ein falsches Pathos, weil es eben gleichzeitig als komödiantisch inszeniert sein soll und die Zeitperspektiven und das geschichtshistorische Wissen, das wir bewerten sollen, werden hier munter durcheinander gewürfelt, während gleichzeitig sozusagen so getan wird, als würde der Text sich damit eine historische Tiefe, Schwere und Bedeutsamkeit erkaufen. Anders kann man das, glaube ich, fast nicht beschreiben oder erzwingen. Also die Art und Weise, wie Zukunftsoffenheit und historisches Wissen im Text zueinander in Konkurrenz gestellt werden, ist für mich eine klar strategische und auch provokante Inszenierung. Sie zielt nämlich darauf ab, zu fragen, was ist sagbar und was ist nicht sagbar. Also ich bin nochmal bei der Aktivierung der LeserInnen, die durchaus was Produktives hat, ja, die aber auch ein Problem darstellt. So, beides. Also was ist sagbar, was ist nicht sagbar? Sie verwendet wird die Kenntnis des geschichtspolitischen Selbstverständnisses der Gegenwart ganz eindeutig. Es ist immer klar, wie wir etwas bewerten würden, aber aus der Perspektive der Zukunftsoffenheit kommt es uns in anderen Formulierungen entgegen, aber eben nicht nur auf Figurenebene, sondern auch auf der Ebene des Erzählers. Und dieses geschichtspolitische Selbstverständnis der Gegenwart ist damit ganz klar ein Spielmaterial für die narrative Inszenierung.
Deswegen sage ich, dass Imperium eben nicht einfach ein Geschichtsroman ist, sondern würde ihn charakterisieren als Erinnerungsdiskursroman innerhalb der Geschichtsromane. Seine spielerische Inszenierung von Grenzverletzungen und Verschiebung von Erinnerungsnarrativen. Wir pendeln auf allen Ebenen des Textes zwischen Einverstandensein mit einer bestimmten Haltung und der Identifizierung von Formulierungen, von denen wir wissen, dass sie kritikwürdig sind und von denen wir wissen, dass auch der Erzähler weiß, dass sie kritikwürdig sind. Aber wir lassen uns gerne mit der Freude an der Übertretung lustvoll das ausmalen. Der Erzählstil, den würde ich daher als augenzwinkerndes "Tun wir mal so, als ob wir es nicht besser wüssten" beschreiben. Die Aussparung des Zeitraums vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch ganz entscheidend für diese Inszenierung. Der Nationalsozialismus, von dem aus sich diese angebliche deutsche Chronik begründet, ist im Roman lediglich ein geteilter Erinnerungsdiskurs zwischen dem Erzähler und uns, dem Publikum. Es ist diese Perspektive, die es auf Engelhardt mitgegeben wird, obwohl sie vor dem Erfahrungsraum, der als zukunftsoffen beschrieben wird, ja gar keine Rolle spielt. Kracht interessiert sich deswegen, so meine Lesart, deutlich weniger für die Erfahrungen im kolonialen Raum als eben für die Frage, wie Erinnerungsnarrative funktionieren und wie man sie verwirren und so verwirrt präsentieren kann. Das gilt auch für die Bedeutung von Kulturkritik und die Vervielfältigung von Imperialismus. Anspielungen im Text. Also auch diese, sozusagen, wir haben jetzt rausgearbeitet, wir haben zwei konfligierende Zeitperspektiven, diese Zukunftsoffenheit und wir haben dieses Geschichtsbewusstsein. Und das wird sozusagen provozierend erzählt. Es gibt Interpretationen, die aufgrund der Veränderung von Engelhardts Lebenszeit von kontrafaktischem Erzählen sprechen. Das ist falsch. Im kontrafaktischen Erzählen geht es um alternative Weltmodelle. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Wie sähe die Welt aus, wenn die Bundesrepublik der Deutschen Demokratischen Republik beigetreten wäre, etc.? Sowas wird kurz als Gedankenspiel des Erzählers erwähnt, wie das obige "vielleicht wäre es besser, wäre er besser bei seiner Staffelei geblieben", aber das ist ja nichts, was sozusagen für die erzählte Welt relevant wird. Die erzählte Welt ist von diesem Gedankenspiel in keiner Weise betroffen. Der historische Raum des Kolonialismus, von dem der Roman erzählt, wird nicht verändert, ebenso wenig der Verlauf der Geschichte insgesamt, siehe Hitler und Zweiter Weltkrieg. Die Veränderung von Engelhardts Lebenszeit ist innerfiktional in ganz eigentümlicher Weise von Bedeutung. Einerseits wird der Nationalsozialismus ausgespart. Also wir haben es zwar mit einem Erzähler zu tun, der sich etwas auf sein Geschichtsbewusstsein und seine Aufarbeitung zugute hält, aber gleichzeitig eben mit einer Figur, die davon überhaupt nichts weiß. Während Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus im Roman also nur geteiltes Wissen von Erzähler und Publikum sind, wird Engelhardt, der ja völlig isoliert überlebt und wie durch ein Wunder dann von Lepra geheilt, ist mit alliierten Soldaten konfrontiert. So, denen begegnet er, die erscheinen ihm unglaublich reinlich und eingeladen von ihnen trinkt er Cola, hört gute Musik und wird beschenkt. Dies ist nun das Imperium, erklärt der Erzähler. Man serviert ihm ein mit quietschbunten Soßen bestrichenes Würstchen, welches in einem Daunenkissen weichen, länglichen Brotbett liegt, infolgedessen Engelhardt zum ersten Mal seit weit über einem halben Jahrhundert ein Stück tierisches Fleisch zu sich nimmt. Zitat Ende. Dieses Imperium nimmt sich in der konkreten sozialen Interaktion also einigermaßen nett aus und auch ziemlich harmlos. Gleichzeitig sehen wir, dass es das einzige Imperium ist, das Engelhardt mit Haut und Haaren vereinnahmt. Und das hat ziemlich großes symbolisches Gewicht. Der ewige Vegetarier isst Fleisch. Und seine Geschichte wird zur Unterhaltung der Massen. Nach seinem Tod wird er nämlich zur Figur eines Films, das sein abenteuerliches Leben erzählt. Dabei entspricht das erste Bild des Films zugleich dem ersten Bild des Buches, das wir gerade zu Ende gelesen haben. Es schließt sich also hier ein Kreis.
Man könnte sagen, jetzt ist ja alles klar, das ist ja super schön metafiktional. Kracht spiegelt damit sein eigenes Verfahren, denn er macht Engelhardt auch noch sozusagen zu einer Figur nach diesem Konzept. Aber die Figur Engelhardt muss offenbar nicht deswegen länger leben als die historische Person, damit diese Metafiktionalität erreicht wird, sondern ganz offensichtlich ist der zentrale Zweck, dass der Erzähler uns vom amerikanischen Imperium erzählen kann. Die Verwendung des Titels Imperium ist ja extrem demonstrativ und nicht zu übersehen. Der Roman fügt also der Idee, Kokowurismus und Kolonialismus als Spiegelbilder zu benutzen und sie in die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts mit dem nationalsozialistischen sozusagen Eroberungskriegen und Vernichtungsantisemitismus einzuordnen, eine extrem stereotype kulturkritische Geste hinzu, nämlich die des Kulturimperialismus. Also amerikanischer Kulturimperialismus gleich Neokolonialismus. Der historische kulturkritische Impuls der Figur wird damit sehr demonstrativ in die Gegenwart überblendet. Der Erzähler inszeniert sich als Erbe genau des kulturkritischen Impulses, der die historische Figur Engelhardt auszeichnet. Die Verbindung bleibt erneut völlig assoziativ. Aber man kann sich der Logik der Reihung als LeserInnen schlecht entziehen. Aber erklärt sich in dieser Perspektive auch die Verbindung, die der Erzähler zwischen Engelhardt und Hitler vorschlägt? In dieser Hinsicht gäbe es doch eigentlich gar nichts, was es wert wäre, beerbt zu werden, oder? Oder sind mit Engelhardt nun die Deutschen doch irgendwie Opfer des amerikanischen Kulturimperialismus? Also, wir sehen, man könnte hier eine Spirale drehen. Ich habe die ganz sanft gerade angestoßen und Sie sehen, wie weird die ist. Sozusagen, es gibt Kreise und Kreise von Bewertungen. Auch diese Elemente lassen sich, wie ich denke, als ein Moment des Umgangs mit Erinnerungsnarrativen verstehen, die nicht darauf zielen, tatsächlich eine bestimmte ideologische Bedeutung herzustellen, sondern alles Mögliche mit allem Möglichen zu überblenden. Trotzdem bleibt es im Kontext sozusagen der Erzählkonstruktion sehr eindeutig, dass es wichtig ist, dass wir eine Reihung von Imperien haben und dass am Schluss sozusagen das Imperium, was unseren August Engelhardt mit Haut und Haaren verschlingt, eben der US-amerikanische Kulturimperialismus ist. Wir haben also eine sozusagen Reihe, in der ein sehr skurriler, exzentrischer Aussteiger einerseits für kolonialgeschichtliche Mentalitäten steht, sie andererseits aber auch kritisiert. Tatsächlich geht es aber weit darüber hinaus, wenn wir das unter dieses Etikett Deutsche Chronik stellen, weil dann haben wir eben den Einbruch, und so muss man es sagen, des Dritten Reiches und des Erzählens vom Dritten Reich und des Nationalsozialismus als ein Spiel mit Erinnerungsnarrativen. Die Kolonialgeschichtserzählung wird also mit NS-Geschichte irgendwie angereichert und so punktuell diese Verbindung auch ist, sie ist, weil sie wichtig ist für die gesamte Reihung hin vom Kolonialreich als Imperium über die Privatmythologie als Imperium zum Dritten Reich als Imperium hin zum US-Kulturimperialismus als Imperium, ist sie sozusagen im Text vorhanden und wird ganz suggestiv entwickelt. Das bedeutet, dass der Erinnerungsdiskursroman sozusagen Elemente enthält, die so provokativ sind, so klar provokativ, dass man sagen könnte, es soll darauf gezielt werden. Also wie vorhin schon gesagt, wer Hitler sagt und das in einem Kontext, in dem Hitler nichts zu suchen hat, will offensichtlich, dass genau darüber auch gesprochen wird und die entworfenen vagen Parallelen sozusagen fordern eine Diskussion ja geradezu heraus und auch sozusagen die Übergängigkeit, die ich versucht habe zu beschreiben, das Changieren zwischen den Zeitebenen der Zukunftsoffenheit und dem Geschichtsbewusstsein.
Ich habe die Folien nur eingefügt, damit diejenigen, die auch die PowerPoint-Präsentation haben, sozusagen einen kurzen Vorblick haben darauf, was man da jetzt alles thematisieren könnte, nämlich eine Dynamik der Skandalisierung, die in dem Fall ausgegangen ist von einer Rezension von Georg Dietz im Spiegel und die dann sozusagen auf Anschlusskommunikationen hervorgerufen hat. Und dann kann man sozusagen gucken, was ist thematisiert worden, was ist skandalisiert worden, welche Affekte wurden mobilisiert und aber auch welche Normen und Normkonflikte wurden beschrieben. Und das wäre alles nochmal Geschichte für eine eigene Vorlesung, die sich daran jetzt anschließen könnte. Ein anderer wichtiger Aspekt, der nochmal zur Textinterpretation zurückführt, wäre, diesen Roman im Kontext der Frage zu diskutieren, wie eigentlich welche Stimmen repräsentiert sind und ob sozusagen diese Inszenierung eines kolonialen Stils mit einem Bewusstsein, dass wir nach dem Kolonialismus erzählen und diese Abenteuergeschichte eben gar nicht mehr als Abenteuer erzählbar ist, sondern als deutsche Chronik erzählt wird. All das könnte man nochmal einsortieren in die Frage, ist das eigentlich ein postkolonialer Roman und in welcher Funktion tauchen hier eigentlich indigene Figuren und Perspektiven aus? Ein ganz kurzer Ausschnitt aus einem Artikel von Herbert Oehlings, in dem er unter anderem auf Imperium eingeht und diese Fragestellung durchspielt. Ich werde das nicht an Imperium machen, sondern ich werde das aufgreifen, diesen Umgang mit indigenen Figuren und die Frage, welche Relevanz das für die Inszenierung von Kolonialität oder Postkolonialität hat, an Iliad schon erwähnt, Iliad Rojanovs Weltensammler. Und das erwartet Sie also nächste Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wie immer, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Vielen Dank für heute. Tschüss.